Und schon wieder zurück bei Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir sind immer noch in Stauholt unterwegs und dürfen Modwyr behalten. Bin ich sehr glücklich drüber, aber wir haben hier noch ein bisschen was zu erkunden und ein bisschen was zu machen auch noch. Denn die Sache mit Modwyr war ja noch immer nicht das, weswegen wir eigentlich hier sind. Wir sind ja hier, wegen der Handelskompanie zu verhandeln. I welcome your return. Desira lächelt dich freundlich an. Sie hat dich eben aus Versehen angeklickt. Und sie hat mir versprochen, dass sie irgendwas hat, was sie, ich habe sofort das Gespräch beendet, was Geld verdienen betreffen könnte. Erzähl mir mal von der Sache, die du erwähnt hast. It's simple enough. The firebrand commanded by Captain Henqua once plagued the Deadfire. The skill and brutality of Henqua's crew was the stuff of legends. Desiral wirft die Münze hoch, die sie in der Hand hält, und fängt sie mit einem Grinsen wieder. Aus der Nähe betrachtet ist es eindeutig ein Sulene. But pirate legends don't live long. Some months ago, an alliance of Neketaka pirate hunters managed to corner the firebrand and sink her off the coast of Tikawara. They confirmed Captain Henqua's death, but her senior crew members escaped unscathed. And now it seems like bringing the firebrand's crew to justice doesn't matter to anyone but me. Selbst in dem matten Licht siehst du eine Ader auf ihrer Schläfe pulsieren. Ihre Stimme senkt sich zu einem tiefen Knurren. So I want you to kill them. And I'll pay you out of my own pocket if you do. Das klingt ein bisschen so, als hättest du mit der Besatzung der Brandfackel eine Rechnung offen. It's nothing personal. The crew earned their reputation through murder and thievery. And it would make me sick to see them regain an ounce of their power. Sie versucht ein nonchalantes Schulterzucken, das aber eher so aussieht, als hätte sie einen schweren Hexenschuss. Während sie spricht, holt Desiral eine kleine Sulene-Münze aus ihrer Tasche und poliert ihre Oberfläche mit einem Hemdzipfel. Ihr Blick wird dabei weich, wie bei einer schönen Erinnerung. Dann steckt sie die Münze mit kaum hörbarem Seufzen zurück in ihre Tasche. Was hast du auf dem Herzen? There's no need to make my concerns your own, my friend. It's family business, that's all. But I suppose you have a right to know. Sie hält inne und holt die Sulene-Münze erneut aus ihrer Tasche. Sie leuchtet golden im schummrigen Licht. My idiot kid sister was on the firebrand, seduced to a dishonest life by the promise of adventure. When the pirate hunters killed the crew and sank the ship, they also killed my sister. But those irredeemable lowlifes I sent you after got away without a scrape. I want them to pay. I don't much care how, so long as they take their turn on the wheel. Verstehe. Ich werde die Piraten jagen. Nach wem suche ich denn genau? The Firebrand had a mascot. A useless little bastard. Who's taken to calling himself Lord Admiral Imp. He's not terribly dangerous on his own. But he's keen to make a nuisance of himself wherever he goes. Sie reibt sich den Nasenrücken und seufzt. Last I heard, Lord Admiral Imp was making himself comfortable in Queen's Berth. You'll find him there with a few Zarups and Constructs, the little buggers convinced to follow him. Bless their simple hearts. Und wer steht als nächstes auf deiner Liste? You'll be taking down Lady Epiro. Captain Henqua's former first mate and a rumored lover. She's a cipher, and a dangerous one at that. Epiro maintains an estate in Serpent's Crown in Neketaka. But I wouldn't recommend you rush in, muzzles blasting and swords held high. She keeps a number of bodyguards on her payroll. Sie zwinkert ihr zu und lächelt fröhlich. Verstanden. You'll be going after Katren, the Firebrand's resident wizard. Rumor has it, she was once an apprentice to Arkemir before turning pirate. Will ich mich wirklich nochmal mit Arkemir anlegen, obwohl, wenn sie sich der Piraterie verschrieben hat, dann sollte das, glaube ich, für ihn kein großes Problem mehr darstellen. Last I heard, Katren and her sundry little minions could be found lazing about the sacred stair here in Neketaka at night. No idea where she disappears off to during the day. Und wer genau ist das letzte Ziel? I have a challenge for you, my friend. And his name is Torkar, leader of the Firebrand's boarding parties. He's an ogre with a reputation for cleverness and cruelty both.
I've even heard tell it was Torkar who was behind the Firebrand's most successful tactics, not Henqua. Torkar was last seen at Lifter's refuge here in Dunwich, dead set on joining a crew, or assembling his own. I trust you won't let that happen. Natürlich. Happy hunting. Sie nickt und zwinkert dir betont zu. Naja, Piraten jagen ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Das kann man schon mal machen. I'm telling you, ask for Irwina in the King's Coffin. She'll make you see stars. You half-masted sot! She's gotta be 90 years old! Leave it to me. Naja, 90 Jahre alt bedeutet ja eigentlich nur, dass sie reichlich Erfahrung hat. Welcome to my emporium. Whatever you need, I sell. What would you like to buy today? Dir gehören all diese Stände hier? I do now. I started out with only one stall and eventually branched out, buying out my competitors one by one. Naja, das nenne ich ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Blasse Haut. Aha. Im Nebel gehüllt, 15% erlittene Treffer in leichte Treffer umgewandelt. Ja gut, aber eifrige Klinge, Panzerbrecher. Das könnte interessant sein für Palegina. Aber 29.000, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen, dafür habe ich zuletzt erst zu viel ausgegeben für das Schiff und für diverse, naja, Eigenheiten des Schiffes. The Watcher is a regular ship-hunter's ship-hunter. Oi. Anyone who kills that many Valine trading bastards is a right hero of mine. Oh, macht euch mal keine falschen Vorstellungen. Ich jage da draußen gerne alles, was mir vor die Flinte kommt. Und wenn sie mich angreifen, sowieso. Das erste, was dir an diesem Mann auffällt, ist seine Kleidung. Schrille, gegensätzliche Farbtöne aus Rot und Violett, so leuchtend wie ein Pfau. Auf den zweiten Blick erkennst du, dass er groß und schlaksig ist. Durch seine wilde Erscheinung, geradezu jungenhaft gut aussehend und mit einem getrimmten Bart und einem freundlichen Lächeln. Er summt ein kleines Liedchen vor sich hin, während er die Leute beobachtet, die vorüberziehen. My good sir, hello! Er wirft dir ein erschreckend fröhliches Lächeln zu und winkt dich zu sich. Whatever might I do for you? Wir kennen uns zwar nicht und sind uns gerade so über den Weg gelaufen, aber erzähl mir doch was von dir. I'm certain there's no need to tell you, observant as you no doubt are, that I am. An actor. Er betont den letzten Teil besonders und verbeugt sich galant. Stage, tavern, street corner. They are as much my home as where I lay my head at night. So, I travel Eora, looking for opportunities to share my gifts with the grateful masses, wherever that may lead me. The common folk do so love an actor. We bring mystery and excitement to their otherwise dreary lives. Yes, you could say we're doing the God's work. Während er spricht, bemerkst du, dass die Spitzen seiner weichen Stiefel durchgelaufen sind. Eine nähere Betrachtung seiner Kleidung lässt dich außerdem erkennen, dass die Nähte ausgefranst sind und die Ellbogen bereits mehrfach geflickt. Du bist pleite, oder? How dare you? But you're not wrong. To my great chagrin, times have been tough of late, what with the giant statues smashing up the place, and few in the dead fire have coin to spare besides. It's quite difficult, you know, living as I do. On occasion, foolish folk will take my act for reality. I've thrice been run out of a town for impersonating a foreign dignitary. Damn fools don't understand the blistering wit of my satire, I tell you. Ja, mit Satire sollte man vorsichtig sein. I had to learn to protect myself as a result. Though I must admit, what martial skills I've got aren't of use for much more than fighting off wolves or throttling a thief with designs on my satchel. Thank the gods, I hardly ever need to use them. I could talk myself out of nearly anything, you know. Ja, du kannst wirklich gut reden, das muss man dir lassen. Well, thank you. I must say it's gratifying to be recognized for one's talents. All things being equal, I'd much rather recite a sonnet than swing an axe. But a man's gotta make his way in the world any way he can. Kannst du mir beibringen, was du auf deinen Reisen als Schauspieler gelernt hast? I would be honored. But a man needs to make a living, you know.
So, for my services, how about 3,000 copper? Die sind schon wieder von der Lehrermafia. You know where to find me if you change your mind. May luck accompany you on the road, my friend. Ja, mit der Lehrermafia willst du dich nicht einlassen. Die haben alle die Preise abgesprochen. My old captain was a drinker from the day he was born to the day he died. Always he was rail thin. He wound up with a wooden leg, 26 ships and a bilious fever. Sunrise is a woe, doves. The coming horizon is a sea-sized ruin. Der Pirat wirft einen Blick zur Seite und lustige Musik klingt auf. Also so wirklich lustig? Sie wippt im Takt der Musik mit dem Kopf. So wirklich lustig war das jetzt nicht. They sail on their gilded brigs and they wail to us. Put down anchor, breed and don't loot so much. But when should we lot? Where and how could we settle? Drink some more, doves, and you may sober up, sinking Aora's last ship, 3 stars before the burning. The morning is a blight, lovesome. The morrow is a pus-filled boil. Okay. I hope you like my set. Nein. Ich muss es so... Ich muss das leider so deutlich betonen. Das gefällt mir leider überhaupt nicht. Hier ist die Schatztruhe. Ich glaube, das ist eine Taverne, oder? Oh nein, ich glaube, es ist was zum Handeln. Welcome to the treasure trove, Sailor. Eine kräftige Gottgleiche blinzelt dich zwischen den geschwollenen, verkrusteten Tumoren rund um ihre Augen an. Ihre Lippen platzen auf und geben eine dickflüssige Substanz ab, als sie spricht. Anything in my trove catches your eye, you let me know. Alright. Ja, zeig mal her. Sonne und Mond. Ui. Griff des Tintenfischs. Rapier einhändig. Reckfuß, befleckte Handschuhe. Widerspiegelung. So schöne Sachen hier teilweise. Aber ich habe zu wenig Geld. Wir müssen wieder deutlich mehr auf Abenteuer gehen. Also auf Erkundungsabenteuer. Nicht nur auf Abenteuer, sondern irgendwelche alten Ruinen erkunden. Trotz ihres Aussehens scheinen diese Säcke leuchtender Adra nur bunten Sand zu enthalten. Aha. Die vergoldete Rüstung ist eher etwas für zeremonielle Auftritte und für Kämpfe ungeeignet. So, so. Hier wird gefälschte Ware verkauft, aber gut, was anderes kann man, glaube ich, von den Piratenposten auch nicht erwarten. Lalalala. Okay, wir haben jetzt den strahlenden Hof entdeckt. Dann wäre noch der Königssarg. Und den Freudenfeuerleuchtturm lasse ich mir mal für den Schluss. Ich glaube, dass der Königssarg ist einfach nur eine einzige riesige Taverne. Die sehr schick aufgemacht ist, wenn ich das mal so sagen darf. Die gefällt mir richtig gut. Wait an hour, then pull any gold teeth. Easy as pie. You're an idiot. Wait a minute, wait an hour. Alive, dead, it makes no difference at all. I've pulled plenty of gold teeth. I know the right way of it. Maybe I'll pull your teeth just to prove you wrong. What do you know? It really does make no difference. You, out. Ja, das, ich denke, das kann hier schon mal passieren, ne? Das wird er nicht mehr brauchen. Da sind wir uns auch alle einig. Wer ist denn Maneha? Is that you? What's it been? 5 years? Was, ernsthaft? Moment mal. Life's been good. I keep on my feet and never stay in one place too long. Ich glaube, sie war eine von unseren Begleiterinnen aus dem ersten Teil. Say what you want about pirates, but these Principi know how to have a good time.
Das kommt ganz darauf an, wie man eine gute Zeit definiert. Sure, my money's on Rao Tai, but I've avoided the brass citadel. Not interested in settling in, you know? I'll probably stay a little longer. There's plenty of work for a mercenary after all. Seeing you means something big on the horizon, and time for me to move on. Thanks to you, I'm sleeping well. I hope you are too. Take care. Ja, pass du auch auf dich auf. Life's been good. I keep on my feet and never stay in one place too long. So, wen haben wir denn da? Taerna und Elias zählen. Und diverse Musiker. Deni? Wer ist denn Deni? Alles dreht sich. Ja. If you're enjoying my performance, tips are welcome, but not required. Thank you, loyal patron. Boah, die ist aber voll mit Leidenschaft bei ihrer Aufgabe. Die Zauberin spricht mit monotoner Stimme, während sie ihre Nägel betrachtet. Eine Hand ruht auf ihrer Hüfte und sie neigt den Kopf zur Seite, als sie darauf wartet, dass du sprichst. Sieht nicht so aus, als hättest du Spaß gehabt. I work for a handful of pyres per day. How could I find enjoyment in that? Wie bist du unter diese Piraten geraten? I was playing dice and gambled on a sure thing. It turned out not to be such a sure thing, and now Harker owns my arse until I can pay off the debt. Gibt einen grunzenden Laut von sich. Of course I started off owing him 250, and even though I've paid that twice, now I'm in the hole for 700. The interest rate, this uniform, my food and drinks, they'll get added onto my tab at the end of the day. Und so hat man quasi ein unendliches Schuldenkonto, das sich immer wieder nur erhöht und erhöht. Kalandra braucht dich für ihr Stück. I'd be happy to go back working for her, except I owe Harker over there a good deal of money. Sie schwenkt ihren Kopf zur entfernten Seite der Bar hin. Stupid dice went cold at the wrong time. Until I pay him what I owe, 700 pyres, I'm not going anywhere. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Sure, it's worth a try, I guess. You must really want to see Kalandra's play. Well, I won't stop you from helping me out. Was kannst du mir denn über diesen Harker erzählen? You haven't heard the rumors, I take it. Ihre Stimme senkt sich zu einem rauen Flüstern. Some people say he's the Red King. Wer? Come on now, you're pulling my leg. The Red King was a pirate with a grudge against the Valian Republics. Supposed to have died years ago. Ihre Augen funkeln, als sie die Geschichte erzählt. But some folks say he faked his death to escape the wrath of the Valian Republics. Der Elf oder die Elfe. Die Elfe lehnt sich näher heran, um ganz dicht an deinem Ohr zu flüstern. Those same folks say that Harker was the Red King. Sie leckt über ihren Mundwinkel und richtet sich auf. Sie glättet ihre Haare mit zitternden Fingern. I wouldn't go on asking him about it, if you know what I mean. Harker's got a nasty reputation. A real violent disposition. And besides, people in this port generally don't like others prying into their past. Mhm. Ja gut, dann werden wir trotzdem mal mit dem Harker reden müssen. Denn ich will ja vermeiden, 700 zu bezahlen. Eben noch im Laden gestanden und mir traurigerweise bewusst gemacht, dass ich kein Geld habe. Du siehst einen schlaksigen, blonden Elfen, der durch ein Buch über eduranische Poeten von einem Künstler namens Skilbar blättert. Seine Rüstung sieht gebraucht und dennoch gut gepflegt aus. Auf der Brust ist die Abbildung eines doppelköpfigen Adlers zu erkennen, der ein Schwert und eine Krone trägt. Bei näherer Betrachtung bemerkst du, dass er mit seiner freien Hand ein Schloss zu knacken versucht. Hello. May I help you? Er bemerkt deine Blicke und wirft dir ein schüchternes Lächeln zu. Need anything? Erzähl mir von dir. I'm not sure what there is to tell. I'm a man of adventure, mostly. Mhm. And what a selection of books it was. Every subject represented. Even some questionable ones. I couldn't help but help myself to them. I took as many as I could carry, and I can carry quite a bit. Read them all cover to cover and learned a lot too. I tired soon of wandering, so I settled in a small town in the Deerwood and became a tutor for a noble family. Fell in love with the governess, naturally, and I stayed. For a while. Mm-hmm. I felt a stirring in my bones one day. I can't explain it. I just woke up, caught sight of the horizon,
and had to go. I left my lady wife right there in our marital bed. Er stößt einen tiefen Seufzer aus. Sehnsucht breitet sich kurz aus seinem Gesicht aus, doch er versucht sie mit einem zügigen Stirnrunzeln zu verbergen. Er verscheucht, oh Gott, ja. I don't know what's waiting for me out here in the Deadfire. But I have hope this will be my biggest adventure yet. Kannst du mir vielleicht gegen, lass mich raten, 3000 Kupferstücke beibringen, was du gelernt hast? Well, you listened to my long tale. I suppose you are owed a trick or two. For the low price of 3000 copper. Nein, ich denke nicht. Have it your way then. Mafia. Die Mafia ist wieder unterwegs. So, Jakob Harker. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Gespräch könnte schlecht ausgehen. An der Bar findest du einen großen Mann mit salzgrauem Haar und markant hellblauen Augen. Sein Gesicht zieren ein paar lange Narben, die an seinem Hals nach unten verlaufen und im Kragen seines Hemdes verschwinden. Als du dich näherst, hört er auf, den Tresen abzuwischen, sieht auf und lächelt dich breit und entwaffnend an. Haven't seen you around before. Welcome to the King's Coffin. Sein Lächeln ist breit genug, um seine leuchtend weißen Zähne zu sehen, aber seine hellen Augen bleiben kalt und hart. What can I do for you? Die Taverne sieht einem alten Schiff ziemlich ähnlich. Figured that out all on your own, did you? Er zwinkert. You're right, though. Inherited an old dhow from my da when he passed. Right piece of shit it was, too. Realized I was bound to make more coin turning her into a tavern than letting her rot in her berth. Ich habe Gerüchte gehört, dass du der Rote König, der berühmt-berüchtigte Pirat seist. Das wäre dann ihm mit der Nase direkt draufstoßen. Infamous to his enemies, famous to his friends. Er verzieht seine Augen zu schmalen Schlitzen und mustert dich von oben bis unten, bevor er mehr sagt. Folks decided to call me the Red King. I had nothing to do with that. But I didn't tell him to stop neither. Er grinst. See, the Valian Republic strove my da out of business. And I repaid them in kind by taking their ships and their treasure. A whole lot of it. Got right tired of ship hunters crawling up my arse every time I went out to sea, though. So I paid off my crew, scuttled this ship here, and went my merry way. In other words, the Red King is dead. And if you ask me any more about it, you will be too. Okay, lebe wohl erstmal. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen genauer um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendeine Möglichkeit geben sollte, ihn irgendwie unter Druck zu setzen. Vielleicht finden wir ja noch die ein oder andere Information über den Roten König. Irgendwo hier hat er bestimmt auch sein eigenes Zimmer. Die Decke ist mit etwas verschmiert, von dem du hoffst, dass es getrocknetes Bier ist. What do we have here? Ein junger Mann, der in knallenges Leder gekleidet ist. Betrachtet dich kurz von oben bis unten. Ihm muss gefallen, was er sieht, da er breit lächelt und seine Lippen etwas offenen stehen. How can I ease your troubles, friend? Was genau tust du hier? I surprise and delight the clientele. Er zwinkert. My speciality is oils. Full body rubdowns, right? Fit to leave you limber, clear-headed and free of the stresses of hard living. I got other skills, of course. Should you be looking? And all for a measly 200 pyres. Ja, das habe ich mir. Und hier die, das Pendant. My, aren't you a handsome one? Eine ältere Frau betrachtet dich von oben bis unten und lächelt, wodurch man mehrere Goldzähne in ihrem Mund sieht. Did you need help with something, my dear? Was genau machst du denn hier? Isn't it obvious? I entertain, of course. Tanzt ein bisschen und unterbricht sich dann lachend. It'll cost you 50 pyres, naturally. And don't let the wrinkles fool you. I'm still young at heart. And I've got more experience than most. Sie kichert. Kann ich mir vorstellen. Der Dämon? Go away. Andras crushing void. I'm starved. Touch the courtesans without their permission, and I'll break your legs. Got it? Okay.
Mich würden die privateren Gemächer interessieren von dem Harker. Auch wenn es an den Rändern ein wenig ausgefranst ist, wurde das Segeltuch regelmäßig gereinigt und gepflegt. Die Piratenflagge von bei dem Harker. Gott, was hilft mir? Gekrümmt auf Händen und Knien, zitternd und in Schweiß gebadet, stöhnt der Pirat voll Schmerz. Lost my goddamn soul in stupidity. Andre, save me now. Was ist los mit dir? My ship was attacked and boarded by pirate hunters. Didn't know if we'd be able to get away, so I swallowed down my most valuable possession. Ngati's black tear. Gemstone, about the size of my fist. Of course, now it ain't coming out of either end. Been trying all manner of foul concoctions to no effect on account of my stomach being too strong. Years of sailing the storm-wrecked seas will do that to you. Hat einen Edelstein geschluckt, der so groß ist wie seine Faust. Started feeling an intense pain 2 days ago. I think I might be dying. I can't even crawl no more. Was ist denn, wenn ich dir einfach richtig hart in den Bauch schlage? So kommt er vielleicht raus. I think I ain't tried that. My stomach's all black and bruised, but a blasted gem still stuck at me. Und wenn ich dir helfe, den rauszubekommen, dann will ich den Edelstein aber auch behalten. You can take it. What I used to think was a blessed treasure has become my curse. Any price is worth getting it out of me. Da ist er ja fast im wahrsten Sinne des Wortes an seiner Goldgier erstickt. Rosanella's got a stand in the Radiant Court. She's been supplying me with some experimental concoctions. Tweaking them after. Tell her the last one actually came close to working. Ich verstehe. Na gut, wir können ihn auch einfach rausschneiden, das wäre auch eine Möglichkeit. Leave it to me. Die Kabine ist bequem und ruhig gelegen, perfekt für diskrete Geschäfte. Daran habe ich keinen Zweifel, dass hier sehr, sehr viele Geschäfte gemacht werden. Aber hier geht's nirgendwo anders mehr hin, ne? Es ist wirklich nur hier. Die Wand ist übersät mit Kerben und Schrammen von zahllosen Messerwürfen, die ihr Ziel vollkommen verfehlt haben. Das heißt aber auch, ich werde wahrscheinlich nicht mehr viel über ihn hier rausfinden, ne? Außer, dass wir ihm die 700 geben können. Muss doch andere. Kann ich ihn nicht bedrohen? Kommt der Dämon wieder runter. What can I do for you? What do you want? Ja, was möchte ich kaufen? Zeig mir dein Vorratslager. So long as you show me some coin. Nur Blödsinn. Die Bildschirmpumpe, Ankerplatz der Seeleute, Kapitänskajüte, plus 3 Wahrnehmung. Nicht schlecht, aber für 1000, meine Güte. Hier können wir Besatzung mitnehmen. Großmaul, ein Wilder, toll. Münzzähler Feol, das erfahrener Kanonier, aber wir haben mittlerweile alle Stationen besetzt. Ich wüsste nicht, warum wir noch mehr Leute mitnehmen sollten. Höchstens hier in der Reserve sollte mal einer von unseren Leuten verletzt werden, aber das kommt ja eigentlich so gut wie nie vor, wenn wir ehrlich sind. Da wir da immer sehr vorsichtig agieren. Gut, ich lasse das trotzdem mal offen mit ihm hier. Ne? Vielleicht finden wir noch was über diesen roten Kapitän heraus. Man weiß es ja nicht. Der nächste Schritt, wenn ich jetzt hier wirklich auch alles erledigt habe. Wobei, ich sollte vielleicht einfach sofort die Quests machen. Ne? Ich gehe mal zum Strahlenden Hof und nehme mal direkt hier diesen Trank mit für ihn. Damit wir den Rubin vielleicht sofort abschließen können. Also den Edelstein. Weiß nicht mehr, ob es ein Rubin war. If it's a drink you're wanting, I got enough grog stock to drown a shark. Food's another story. Sie putzt weiter den Humpen in ihren Händen mit ihrer Spucke, ohne aufzublicken. What are you having? I'll pour you a double. Pietro hat mich zu dir geschickt. Ah, I guess the last concoction I made for him didn't do the trick then. Poor bastard. There's one last tincture recipe I know that won't kill him, probably. It's called Andra's Bile. But I don't have all the ingredients in stock.
Lass mich raten, ich soll die Zutaten besorgen. You'll need a rotten agfish, an unripened palm stone and a vial of fire kelp extract. Have him mix it all with a half tankard of grog and, well, hope for the best. Warum braucht man einen verdorbenen Schleimaal und keinen normalen Schleimaal? The goal is to make him vomit, remember? A rotting agfish produces a special oil once it reaches a certain level of decay. Und warum hast du Ondras Gallensaft nicht schon früher ausprobiert? I did tell you the list of ingredients, eh? He'll have stuff dribbling out of both ends for a week. Maybe two, if he's really unlucky. Und wo kann ich die Zutaten auftreiben? Check the barrels around Lifter's Refuse for the rotten hagfish. You might be able to find unripened palmstone for sale somewhere in Radiant Court. Sie gießt ein Getränk ein, aber anstatt es einem Kunden zu reichen, kippt sie es sich selbst hinter die Binde. Harker in the King's Coffin usually keeps some fire kelp extract on hand for special purposes. Be careful when dealing with that one. Na gut. Ich kann mich sogar erinnern, dass wir einen verwesten Schleimaal gefunden haben und ich noch sagte, nee, komm, den nehmen wir jetzt nicht mit, wir müssen nicht alles mitnehmen. Just in diesem Augenblick, wo ich mich ausnahmsweise mal dazu entscheide, etwas nicht mitzunehmen, ist es dann doch wichtig, es mitzunehmen. Das ist mein übliches Glück. Mein übliches Glück. Na gut. Aber ich denke mal, die Suche nach den Zutaten verschieben wir auf die nächste Folge. Das war doch hier hinten irgendwo, ne? Ich glaube sogar hier in der Kiste. Da ist der verdorbene Schleimaal. Lecker, lecker. Na gut, dann muss ich im Prinzip nur noch einmal was einkaufen und dann... Ja, einkaufen und dann bei Harker nachfragen. Ja, wir lassen das mit Harker mal bis zum ganz zum Schluss, ne? Wie gesagt, ich will erstmal gucken, ob wir nicht noch andere Möglichkeiten finden, die Angelegenheit zu lösen, statt einfach nur 700 Münzen zu bezahlen. Das ist nicht unbedingt die eleganteste Lösung. You return. Please, don't damage anything. I want no trouble. What would you like to buy today? Na, zeig mal her. So, was haben wir denn hier? Trank, Gegengift, Rahischalen, Runenpulver, Palmenlatten. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. War er das überhaupt, wo ich das kaufen sollte? Hier. Vogel und Silber, das habe ich geholt. Einer der Händler am strahlenden Hof könnte unreife Palmsteine. Unreife Palmsteine, einer der Händler. Ramazzo ist doch der einzige Händler hier, der hat doch alles aufgekauft. Na gut, bis hier vorne. Bis auf hier vorne, sie nämlich. A repeat customer. I like your type. What can I stock you up with today? Hast du unreife Palmsteine? Of course I do. But they're no good to eat when they're not ripe. We'll make you sick so long as they're purple, aye. Sie streicht über ihr Kinn. Tell you what though, I'll still sell you what I got. Just don't eat them till they're brown. Na, ich gebe mein Bestes. A repeat customer. Achso, ich muss die erstmal. Ich muss die auch erstmal kaufen, ne? Palmsteine. Unreifer Palmstein. Da. Hopp. Zack. So, auch gekauft. Fehlt nur noch eine Zutat, die von Harker. So, das machen wir aber wirklich, wirklich eine extra Folge, sonst wird das eine sehr lange Überlängenfolge. Ich reise schon mal hin, sage aber an dieser Stelle schon einmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.